Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars. Im ersten Teil, ja? Das ist der erste Teil. Und, ich hab's geschafft. Das habe ich ja im ersten Part ja schon gesagt, dass ich das geschafft habe. Aber ich hab's geschafft. Dass ich das Spiel doch in Vollbild aufnehmen kann. In dem Zuge habe ich es geschafft, dass genauso auch Guild Wars 2 im Vollbild aufgenommen werden kann. Ich habe mein Aufnahmeprogramm ein bisschen ausgetrickst, ja. Also ich habe ein bisschen so, also im Endeffekt nimmt das Aufnahmeprogramm jetzt im Hintergrund auf dem Desktop auf, aber zeitgleich nimmt es das Spiel in-game auf. Das ist nämlich ziemlich krass, was ich mir da überlegt habe. Das ist voll geil gemacht. Deswegen fange ich jetzt einfach mal ein Hauptmenü an, weil ist halt geil. So, es dürfte es nicht abbrechen. Genau. Weil nämlich in dem Moment, wo genau der Bildschirm schwarz wird und dann wieder da ist, dann nimmt das Programm einfach den Desktop auf. Den sieht er nicht, weil das Bild ist dann schwarz einfach. Er sieht einfach schwarz wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht. Aber der switcht halt automatisch um. Und da bricht er nicht ab. Das ist ziemlich geil. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Jetzt kann ich nämlich im Vollbild auch nicht. Ich bin super. Ich freue mich super darüber. Sehr super, super sehr. Dass ich gleich hier sehe, dass sich irgendwie mein Interface erstellt hat. Nee, ich glaube, das stelle ich mal so hin. So. Und, das ist doch super, da bringt es dann noch mehr Spaß, Guild Wars zu spielen. So, wir sind hier wieder, weil wir wollen ja eigentlich das mit den Bären noch machen. Das habe ich auch letztes Mal gemacht. Ich habe eben versucht, wie gesagt, aufzunehmen. Mit verschiedenen Tricks eben versucht, dass ich dann irgendwie hier das hinkriege mit der Aufnahme im Vollbildmodus. Dabei bin ich dann, habe ich dann weitergemacht. Und habe dann ein paar Gegner geklatscht. Dann bin ich zum Level 4 geworden. Also, dass wir Level 4 werden, das ist erst in der Aufnahme-Session leider nicht mehr der Fall, weil ich da schon offscreen geworden bin beim Test. Das ist halt ein bisschen doof, aber hilft halt nicht jetzt, ne? Also muss ich jetzt mit leben. Wir müssen aber jetzt immer noch die Bärenfälle oder das Bärenfell, Bärenpelz besorgen. Dazu müssen wir da jetzt leider nochmal hinlaufen, weil man sich nicht in der Instanz ausloggen kann. Also man kann es schon, aber man fliegt halt dann wieder zurück zum nächsten Außenposten, wo man dann wieder spawnt. Daher müssen wir das wieder hingehen. Ist aber, glaube ich, gar nicht weit. Ist, glaube ich, schon hier, ne? Ja. Dort ist schon hier. Und dann können wir hier ein paar Bärchen besiegen. Ach, Moment. Ich sollte natürlich in dem Sinne auch vielleicht, ne? Ich habe mir mal angeguckt, weil ich weiß nicht, wie man Waldläufer spielt. Keine Ahnung. Wie man hier in dem Spiel mit dem Waldläufer ein Tier zähmt. Also man kann ja als Waldläufer allgemein ein Tier zähmen. In Guild Wars 2 hat man Tiergefährten von Anfang an. Und in Guild Wars 1 eben nicht. Und ja, wie bekommt man den? Man kann das mit einer Fähigkeit machen, die man noch bekommt im Laufe des Spieles. Und dann hoffe ich mal, dass wir die irgendwann auch bekommen. Das ist ein bisschen kacke, in den Nahkampf reinzugehen. So,
Droppt immer noch nichts? Warum droppen die alle nichts? Kann doch nicht sein. Schon wieder nichts. Wir müssen doch irgendwas droppen. Nein. Gut. Ja doch, können wir nicht schon, ne? Boah, die rennen so hin. Das nervt. Komm, schießt ab. Ja, weil ja, die Bärchen. Alter. Die muss ich jetzt erledigen. Schalala. Warum habe ich nicht gewartet, bis ich mich wieder aufgeladen habe? Scheiße. Da! Blim. Pelz. Habe ich. Es ist geschehen. Wir können wieder zurück. Beziehungsweise müssen wir wahrscheinlich wieder in Ashford hin, ne? Nehmen wir mal die elegante Abkürzung. Ja, verkaufen wir erstmal. Was können wir denn so verkaufen? Das können wir verkaufen. 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 Das auch. Den auch. Das auch. Ja. Schlingerei, Nachricht, weg. What the fuck? Okay. Hing ich da einfach irgendwo fest. Aber das ist typisch für das Spiel. Da hängt man einfach und hängt andauernd irgendwo fest. Wo muss ich denn da jetzt hin? Ich muss da runter. Denn hier, ah, alles klar. Ist aber schön, verbreitet hier, also gut hier. Könnt ihr ihn zu Tom bringen? Könntet ihr das? Ja, sicher, wo ist denn der? Im Arsch der Heide oder was? Boah. Toll, das bringt auch sehr viel hier. Ein bisschen Musik, ein bisschen leise. Ich habe so den Eindruck, aber man muss doch eigentlich auf so volle Lautstärke. Die Musik ist einfach mega leise in dem Spiel. Aber die Effektlautstärke ist immer mal so mega laut, deswegen muss es so leise sein. So, kann man hier nicht irgendwie noch anders hin, außer, ja, man könnte da hinten bei Stadt Ascalon lang, ne? Ja, wir machen trotzdem mal hier, weil dann wird wahrscheinlich mein Viech, was ich noch nicht gespawnt habe, was vielleicht auch in dem Sinne ganz gut ist, die ganze Zeit die Gegner angreifen. Hallo. No. Aber nichts gedroppt. Ach komm, das ist schwäch jetzt aber mal das Vieh, weil das. Der Gegner, der wäre schon längst tot gewesen eigentlich. Na, ja, geht schon los. Natürlich. Ich muss sie. Oh Scheiße. Die ballern alle auf mich. Ja.
Zack. Zack. Hat doch noch gut funktioniert. Das ist doch schön. So, wie komme ich denn jetzt am besten da hinten? Muss ich. Oh Gott, du greifst doch schon den Gegner an, dann, ne? Warum ist hier eigentlich auch noch ein Wurm? Hallo? Oh. Level 3. Noch mehr. Ja, als Kitty. Oh Gott, jetzt ist natürlich auch noch der hier. Oh, 5 bis 7. 5 bis 7. Nö, wir haben da den gleichwertigen. Gegenstand wiederverwerten. Rüstung 12. Verwende. Kann ich das anliegen? Nö. Das ist ja öde. Muss man wahrscheinlich echt zerlegen. Das war doch auch irgendwie so, dann muss man das irgendwie mit so einem Wiederverwertungskit zerlegen und dann muss man diese Scheiße irgendwann zusammenbauen oder so. Ja, lange nicht mehr gespielt, das Spiel. Aber wir sind am Zielort angelangt. Zack. Im Aladdin. Eine Quest. Lernt mich die Kriegerfertigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, ein Krieger. Also. Ja, aber ich brauche ein Schwert, ne? Nö. Morgen ist noch ein Schwert. Ach, haben wir sogar. Wir haben leider noch nicht die ganzen Slots frei. Also wir haben noch nicht Slots F2, F3, F4, weil sonst würde ich dann nämlich schon das Schwert reinpacken. Ich finde es ganz gut, Krieger. Und dann kannst du halt mit dem Bogen erstmal Fernkampf machen und dann mit dem Schwert Nahkampf. Aber man hat ja mehrere Slots frei, wo man dann immer Waffenswitching machen kann. Das ist vielleicht gar nicht mal so übel. Und ich habe eh geplant, Zweitklasse Krieger. Ist schon geil. Jetzt muss ich dahin zum Achso. Nun gut, wollen wir da hin? Zack. Was kann ich aber mit einer Axt auch, die Fähigkeiten auslösen kann? Also ich kann zumindest